Das kann ich sehr zu meinem Vorteil ausnutzen. Das scheint ein kleiner Exploit zu sein. Wir versuchen das mal hier. Oh nein, Vein-Miner funktioniert jetzt nicht mehr, weil die Schaufel kaputt gehen würde, wenn Vein-Miner hier greifen würde. Wie es scheint. Weiß ich nicht genau. Wir haben jetzt 5 Sand, verdammt. Wie weit ist die Basis entfernt? 181 Meter. Ach komm, das ist nicht weit. Wir gehen mal jetzt ruhig den fairen Weg, ohne jetzt eine neue Schaufel zu craften. Gehen wir jetzt einfach mal kurz zurück und reparieren diese Schaufel. Und ich möchte natürlich jetzt, wo es noch geht, in der 1.7 Version von Tinker's Construct, möchte ich natürlich meine Sachen wieder mit Moos belegen, damit sie sich automatisch reparieren können. Das geht nämlich in der 1.8 Version nicht mehr. Zumindest wie es scheint. Ich glaube nicht, ob alle Modifier schon integriert sind. Auf jeden Fall funktioniert das mit dem Moss nicht mehr so ohne weiteres. Und es ist nicht mehr das Allheilmittel, wenn es darum geht, Tools nicht kaputt gehen zu lassen. Aber seien wir mal ehrlich, selbst ein Iron Tool hält ziemlich lange. Oder ist ein Centaurus? Oder ein Centaur. Sehr schwer auszusprechen. Centaur. Centaurus. Wie spricht man denn den R am Ende eines Wortes aus? Centaur. Ja, also in der 1.8 Version gibt es das nicht mehr, es ist nicht mehr das Allheilmittel, um seine Tools zu reparieren. Was war das denn jetzt? Ich habe ein toll, jetzt habe ich ein Gravel verschwendet. Ich habe einen Rechtsklick mit der Schaufel gemacht und es hat ein Gravel platziert. Okay, darauf werde ich auch noch zurückkommen, sobald ich es nochmal richtig gemacht habe. Denn eigentlich kann man... Ich habe keinen Cobblestone mehr? Ach, scheiße. Weil eigentlich kann man mit einem Rechtsklick mit Tinker's Construct Tools eine Torch platzieren. Und ich weiß nicht, warum der jetzt eben ein Gravel platziert hat. Vielleicht platziert er einfach die Materialien, die neben ihm sind, sozusagen, in der Hotbar. Ja, das tut er. Also, wenn ich jetzt die Torches neben meiner Pickaxe habe, dann könnte ich mit einem Rechtsklick Torches platzieren. Das ist ziemlich cool, wenn man die Waffen nicht wechseln möchte. Also wenn man halt nicht von der Pickaxe zur Torch wechseln will, wenn man halt gerade viel am Grab ist, dann ist es ziemlich cool. Damit muss ich zwar mein Inventar durcheinander bringen, aber was soll's? Was tut man nicht alles? So, eine Stone Shovel und wir holen uns jetzt noch mehr Sand. Das macht gar nichts, dass wir mehr Gravel und mehr Clay haben, als wir brauchen, weil dann können wir in relativ naher Zukunft unseren Furnace noch größer machen. Aber erstmal, geh mal schlafen. Es ist sowieso Nacht. Das kommt mir gerade ziemlich gelegen. So, guten Morgen, Glenwan. Guten Morgen, Von Yumi. Guten Morgen, Anil. Guten Morgen, Kerlian. Guten Morgen, Voltri. So, das mache ich jetzt aber nicht jedes Mal, wenn ich aufstehe, weil ansonsten werde ich noch wahnsinnig. Und das wollen wir alle nicht. Sand! Okay, Vein-Miner für Sand geht nicht. Haben sie scheinbar rausgenommen. Wahrscheinlich konnte man dadurch Server zum Schmelzen bringen, wenn man nahezu unzerstörbare Tools hat und dann zum Beispiel in die Wüste geht. Das war wahrscheinlich keine so gute Idee. Es gibt einen internen Limiter für Vein-Miner, dass von mir aus nicht mehr als 100 Blöcke mit einmal abgebaut werden können, um solche Serverschmelzungen zu vermeiden. Aber man kann dieses Limit natürlich auch umgehen, indem man in der Config einfach sagt, das Limit ist 0. Also es existiert praktisch nicht. Und dann könnte man seinen Server wahrscheinlich ziemlich zerstören damit. Okay, also Sand ist nicht mehr in der Vein-Miner-Liste drin. Gut zu wissen. Aber es ist schön, dass Clay und Dings drin ist. Also ich meine, Dirt ist ja auch nicht in der Vein-Miner-Liste. Genauso wenig wie Cobblestone. Das wäre ja der Wahnsinn. So, wir graben jetzt hier einfach weiter, obwohl ich weiß, ich werde überflutet. Aber das ist jetzt ein Übel, was ich in Kauf nehmen muss, weil ich ansonsten wieder relativ weit laufen muss, um mehr Sand zu finden. Und da habe ich jetzt keine Lust drauf. So, gib mir Sand. Ich habe mehr als einen Stack. Ich werde doch mehr als einen Stack brauchen, definitiv. Sand und halt daraus schließend auch Glas braucht man immer wieder. Das ist etwas, was tatsächlich oft vorkommen wird. Und deshalb werde ich auch relativ schnell ein Dings bauen, um Teile zu machen. Ich meine ein Tool Forge, um Excavator zu bauen, damit ich mir mehr Sand holen kann. Gut, aber erst einmal wollen wir hier brav alles zusammencraften zu Grout. So, und wir... Ja, ich habe jetzt nicht genug Sand, das macht jetzt nicht wirklich Sinn. So, dann wollen wir das mal schmelzen. Haben wir dann überhaupt noch mehr Kohle? Es sieht ja gerade nicht so aus, als ob wir noch mehr Kohle hätten. Nee, haben wir tatsächlich nicht.
dann wollen wir eigentlich wieder nach unten gehen. Ja, dann gehen wir jetzt einfach wieder nach unten und werden uns da nochmal umgucken, ob es da nicht noch mehr Kram zu finden gibt, denn ich finde, wir haben noch nicht genug Kram. Hallo Welt, wollen wir doch mal sehen, wohin uns das hier jetzt führt. Da unten sind definitiv Monster, das ist ja schon mal ganz schön. Nein, es ist nicht schön. Fallen Knight. Mann, du warst aber ganz schön schnell bei der Sache, wa? Hast ganz schön schnell deinen finsteren Plan in die Tat umgesetzt und mich sowas von aus den Latschen gehauen. Das ist nicht fair. Aber gut, ich habe mich vorbereitet. So, und jetzt kommst du hier nämlich nicht mehr dran vorbei, du Vollidiot. Oder? Oh Gott, ist der schnell. Warum seid ihr denn so schnell, Mann? Jetzt sterbt... Was? Mit einem einzigen Schlag? Kann doch nicht sein. Du kannst mich doch nicht mit einem Schlag töten. Wie ist denn das möglich? So, Wooden Sword. Jetzt wollen wir doch mal sehen, wer der Stärkere ist, nicht wahr? Wahrscheinlich bist du der Stärkere. Aber wir werden sehen, verdammt. Hallo? Hallo, Fallen Knight? Bist du da? Moment, wir machen mal den Block da weg, damit ich ein bisschen besser rankomme. Hoffentlich kommt er dann nicht besser an mich ran. Ich weiß nicht, könnte durchaus Papier passieren. Könnte papieren. Da stirb, du Mistvieh. Fallen Knight, ich geb dir gleich Fallen Knight. Nein. Warum ist denn der über... Oh, ein Infested Villager. Was war das denn? Also, was heißt, was war das? Oh, das ist ein Rare Mob. Ja, ist ja kein Wunder. Der hat einen Potion-Effekt. Der hat irgendeinen besonderen Effekt. Ranged Armored Zombie. Okay, also der hat einen Armor Points von 12. Und das ist irgendein Rare Mob mit Ultrakraft. Also ist es kein Wunder, dass er mich kaputt geboxt hat. So. Warum leckt denn das hier immer so ein bisschen? So ein kleines bisschen muss es immer lecken. So, das wollen wir auf die 1, das kommt auf die 2, das kommt auf die 3, das kommt da nach hinten und der Rest kommt weg. So, nein. Hallo? Hallo, ich bin Pesti, ich habe Angst. Ah, verdammt, so völlig ohne Rüstung ist echt gefährlich. Ich spiele nur auf normal. Das ist ja schon halber Pussy-Modus. Aber es ist trotzdem gefährlich. Vor allem, wie krass das hier rumgrummelt. Ha, noch ein Fallen Knight. Das sind keine normalen Zombies, das sind Fallen Knights. Oh Gott, von Ender Zoo. Oder von Ender Zoo. Wie auch immer man das nennen möchte. Ah, Chain Helmet. Bam, oh yeah. So, Chain Helmet. Okay, dann haben wir zumindest mal ein bisschen Protection. Also, wenn ihr mich angreift, bitte schlagt immer direkt auf meinen Chain Helmet. Ansonsten kann ich dem nicht standhalten. Also bitte nur auf den Kopf, okay? Das wäre wirklich ganz großartig. Das würde mir sehr helfen. Untergrund Clay, fantastisch. Warum nicht? Gut, was haben wir da? Da ist noch ein bisschen Dense Copper Ore und noch ein bisschen mehr Copper Ore. Komm schon her. Und da haben wir noch ein bisschen Dense Iron Ore. Sehr gut. Und was haben wir da? Tin-Ohr. Oh, fantastisch. Wenn ihr übrigens Zeug im Hintergrund hört, ich habe das Fenster offen. Denn es ist in letzter Zeit ziemlich warm. Es ist sehr erstaunlich. Und jetzt, yes, das war's vom neuesten Berlin-Wetter mit Pesti. Kommst du da runter, verdammt? Mann, verdammt, ich muss was essen. Warum esse ich denn nichts? Ich habe doch Essen dabei, oder? Ich habe mir doch ich habe mir doch scharf gekocht. Jawohl, guckt, Matten. So. Gibt. Wow, das ist aber sehr viel wert. Donnerwetter. Ich habe ganz vergessen, wie viel Essen normalerweise wert ist, weil ich ja immer diese verdammten Hardcore-Mod-Packs spiele. Obwohl es überhaupt keinen Spaß macht. Hallo? Ah ja, beim zweiten Mal hat es dann doch geklappt. Ja, manchmal laggt der Server so ein kleines bisschen hinterher. Ich hatte ja schon mal gesagt, dass ich nicht mehr einen Server direkt bei Glenvan gehostet habe, sozusagen. Also kein Server, wo Glenvan der Admin ist, sondern ich habe jetzt einen eigenen Server, wo ich auch nicht der Admin bin, sondern einen gehosteten Server und dementsprechend weniger Kontrolle darüber, was passiert und vielleicht ein Admin, dem es weniger wichtig ist, ob bei mir alles glatt läuft und einer, der nicht ständig nachfragt, ob alles glatt läuft. Der denkt, ja, wenn er nichts sagt, dann läuft es schon. Also jetzt hier keine Beschwerde, ne? Aber ich würde einfach mal behaupten, wenn ich einen Server bei Glenvan oder mit Glenvan wieder habe, weiß nicht, ob das jemals passieren wird, wahrscheinlich nicht, dann wird das wahrscheinlich wieder besser laufen als das, was ich jetzt gerade habe. Aber es läuft gut genug. Ich habe wieder ein bisschen mehr Arbeitsspeicher. Ich habe jetzt einen 3 GB RAM-Server und der ist auch tatsächlich bitter nötig.
das braucht es mit diesen heutigen Modpacks. Und das wird wahrscheinlich in Zukunft nicht besser werden, sondern immer schlimmer. Es sei denn, Minecraft hat in den neuen Versionen, also in 1.8 und 1.9, tatsächlich eine bessere RAM-Adressierung oder RAM-Verteilung oder es wird irgendwo optimiert, wovon ich keine Ahnung habe und es läuft plötzlich auf den Servern besser und braucht generell weniger RAM. Das wäre natürlich eine schöne Sache, aber ich habe keine Ahnung, ob das irgendwie tatsächlich so passiert ist. Was ich allerdings der Meinung bin, ist, dass die Performance tatsächlich stetig steigt. Von dem, was ich gemerkt hatte, von den alten Minecraft-Versionen jetzt über 1.6.4 und 1.7.10 und in 1.8.9 und auch in 9, in 1.9, dass da die Performance tatsächlich immer wieder zu steigen scheint. Und das ist eine sehr erfreuliche Entwicklung, denn je besser das Base Minecraft läuft, desto besser werden die Mods laufen. Das ist einfach mal meine Logik. Wer weiß, ob das tatsächlich so stimmt. Aber wenn das Vanilla Minecraft besser läuft, dann sind meiner Ansicht nach mehr Ressourcen da, um die Mods zum Laufen zu bringen. Und das bedeutet besser performende Modpacks für alle. Das wäre jetzt meine Logik, meine Schlussfolgerung. So, den Fire-Infused Stone müssen wir jetzt hier mal mitnehmen, obwohl ich ihn eigentlich nicht will. Ansonsten wäre ich an das Clay nicht rangekommen. Aber gut, das sind Sachen, damit werden wir früher oder später die Chests verstopfen, ohne es wirklich zu wollen, weil es halt irgendwann mal mitgekommen ist beim Abbauen oder irgendwie im Weg war, so wie hier schon wieder. Unglaublich. Übrigens ist meine Schaufel kaputt, deshalb baue ich das hier gerade von Hand ab. So, ansonsten wäre ich ja schön blöd, hier nicht Veinminer zu benutzen. Aber Veinminer funktioniert leider nicht von Hand. Das ist ein großes Problem. Das wäre es doch mal, ein Veinminer-Handmodus. So, ich habe mehr als genug Clay. Das nächste Clay lassen wir stehen, verdammt. So, da ist nichts mehr. Hier ist auch nichts Interessantes. Ich wollte eigentlich mehr Kohle. Da haben wir aber erst 14 gefunden. Ich weiß nur, dass Eisen sehr selten wird in diesen und in den meisten anderen Modpacks. Aber von Kohle weiß ich eigentlich nichts. Kohle wird eigentlich nicht selten. Müssen wir hier mal ein bisschen weiter in die Höhle rein. Hier ist überall Clay, das gibt's ja gar nicht. Ich hätte gerne so große Gravel- und Sandvorkommen. Gut, für Sand gehe ich an den Strand oder in die Wüste. Für Gravel, große Gravel-Vorkommen gibt es ja in Höhlen. Also da muss ich eigentlich nur Glück haben und dann werde ich das schon irgendwann finden. Und hier geht es scheinbar tatsächlich nicht weiter. Das bedeutet, wir werden uns jetzt irgendwie erstmal eine Rüstung bauen und dann eine Höhle erforschen, die ein bisschen weiter weg ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt die beste Methode ist. Natürlich könnte man jetzt hier ein bisschen Strip-Mining betreiben. Und wir sind ja auch noch sehr hoch. Wir sind auf 54 gerade mal. Das ist noch... oh nein, the Blood Moon is rising. Ganz großartig, das hat mir gerade noch gefehlt. Aber gut, wir sind in der Höhle relativ sicher. In der Basis relativ sicher, in der Firma. So, die Pickaxe ist immer noch nicht kaputt. Immer noch nicht. Ich sag dir, Veinminer überlistet irgendwie die Durability von Tinker's Construct Tools. Die hat noch eine einzige Durability und trotzdem läuft es irgendwie noch. Verdammter Mist. So, das bauen wir mal ab, das nehmen wir mit. So, kann ich schaden, bisschen kostenloses Copper. Gut. Oh, und vor allem, was mir jetzt gerade erst einfällt, oben brutzeln die Ingredienzien für den Tinker's Construct Furnace. Das heißt, wir haben bald tatsächlich unsere ersten Iron Tools und schon jetzt Ohrverdoppelung. Und das ist natürlich sehr schön, das ist der erste Schritt in Richtung Ohrverfünffachung. Naja, nicht wirklich, denn Ohrverfünffachung gibt es von Mechanism und Tinker's Construct ist nicht Mechanism. Denn Tinker's Construct ist schon Tinker's Construct. Das hat zu viel damit zu tun, Tinker's Construct zu sein, als dass es Mechanism sein könnte, nicht wahr? Macht Sinn. So, wir wollen den von mir aus dahin stellen. So, das war schon wieder ein Block zu weit. Da hat der Pässe nicht aufgepasst. Ich glaube, das ist hier ganz ordentlich. Ja, da kommt man gut durch. Das ist völlig in Ordnung. Das ist gut. Okay, da muss ich jetzt natürlich aufpassen, dass hier nichts spawnen kann, weil ich durch den Tinker's Construct Furnace jetzt eine Lichtquelle blockiere. Und es könnte natürlich immer sein, dass man dadurch dann plötzlich einen dunkleren Bereich hat, wo dann auf einmal Sachen spawnen können. Das wäre sehr unschön und auch nicht sonderlich erstrebenswert. Und deshalb muss ich da immer aufpassen, ob das passieren kann oder nicht.